Situation nicht hat von etwas anderem, wichtigerem, lebensorientierterem, menschlichem erweichen lassen. Beim Vater ist sie dann insgesamt damit nicht sehr weit gekommen, aber es gibt ja genügend andere, an denen man dieser Berufung folgen kann. Jetzt kann man sagen, oh gut, dass sie endlich in der Therapie merkt, wie neurotisch sie da programmiert ist. Sie will jetzt darüber ein Buch schreiben. Es wäre ja traurig, sie würde die Kraft verlieren, das zu tun, weil das gibt ihr Lebenssinn und Lebenserfüllung und man braucht das in der Gesellschaft. Also das ist so ein Beispiel für so einen biografischen Hintergrund. Oder als ich in, das komme ich so ein bisschen ins Erzählen, ist euch das recht? Als ich in San Francisco dann war, um meinen Preis entgegenzunehmen, habe ich dann auch ein Seminar zu den seelischen Hintergrundbildern gemacht und da ist ein amerikanischer Kollege, auch so in meinem Alter, ein international berühmter Management-Berater im Seminar gewesen und ich habe die da so ein Stück zurückgeführt in die Kindheit und Szenen, die mit dem verbunden sind, was heute so eine Kernszene ihrer Tätigkeit ist. Und als sie dann wieder zurückkommt, hat er gesagt, oh my God, now I'm clear about it. Und dann hat er erzählt, er ist in der Kleinstadt groß geworden und sein Vater war der Kleinstadtarzt, der Dorfarzt. Und da gab es auch einen richtigen Unternehmer, das war der, der für die fürs Wohl, also ökonomische Wohlbefinden dieses Dorfes sehr gesorgt hat und der auch sehr angesehen war. Und der ist psychotisch geworden, riss sich die Kleider vom Leib und turnte durch das Städtchen. Und der Vater, sein Vater als Arzt, fühlte sich aufgerufen, den einzufangen, weil der eben krank geworden war. Und hat es dann auch gemacht, hat aber alle Sorgfalt drauf verwendet, den so einzufangen, dass er erstens nicht gedemütigt wird und zweitens im Dorf nicht das Gesicht verliert. Und er sagte, oh, I guess that's what I'm doing since 30 years. Also wenn ihr als Top-Manager psychotisch werden wollt und selbst entäußernde Dinge tun wollen, dann habt ihr natürlich da einen ausgesprochen hochmotivierten und sehr kompetenten Berater, den kann ich euch dann nur empfehlen. Also es sind jetzt so sehr einfache Bilder, die dann sozusagen ein Lebensthema, ein Lebensauftrag im beruflichen Bereich ein Stück Lebensverwirklichung sehr plausibel machen und man kann solche Menschen nur beglückwünschen. Bei anderen gibt es nicht so die einen Strang oder die eine Szene, sondern dann muss man so sehr filigran die verschiedenen Würzelchen zusammenfassen, um zu verstehen, wie daraus langsam ein größerer Strang ihres heutigen seelischen Auftrages und Selbstverständnisses geworden ist. Also Menschen sind mythische Wesen und jetzt kann man fragen, so diese Lebensentwürfe, die zusammen basteln, wie kann man sich vorstellen, was da die Zutaten sind? Ich nenne einige, weil kein Mensch hat da eine umfassende Theorie dazu. Einmal ist es eine Wesensart. Ich glaube, Menschen kommen auch einfach mit einer Wesensart auf die Welt. Und dann sind es nicht immer, also es gibt natürlich beeindruckende Erfahrungen, biografische Erfahrung, manchmal auch dramatische biografische Erfahrung, die sozusagen immer irgendwie mitverarbeitet werden müssen beim Lebensentwurf. Aber es wird auch oft ein bisschen zu viel auf negative Einflüsse Wert gelegt. Manche Schwierigkeit, einen guten Lebensentwurf hinzukriegen, hat auch damit zu tun, dass die Menschen Talente und Ambitionen haben, für die es im Moment noch nicht so die richtigen Bühnen gibt oder die nicht gut miteinander vereinbar sind. Also ich war zum Beispiel immer jemand, der eigentlich gefühlt hat, dass ihm diese Rolle zusteht, in der ich jetzt hier gerade stehe. Und jetzt bin ich aber 25 gewesen und habe sozusagen schon mal versucht, meinen Platz einzunehmen, habe aber nicht so diese freundliche Resonanz gekriegt und auch noch nicht die Kompetenz dazu gehabt. Das heißt, mit dem Versuch, trotzdem mir diese Rolle zu erkämpfen, habe ich ziemlich neurotisch ausgesehen. Und es ging mir auch nicht super dabei. Und trotzdem war ich auf dem richtigen Weg. Und es wäre falsch gewesen, wenn ich mich von dem hätte abbringen lassen. Also vieles, was als Störung daherkommt,
ist ein noch nicht gelungenes Zusammenführen von Talenten und Strebungen, also noch unerlöste Formen eigentlich einer richtigen Entwicklung. Und das ist wieder jetzt sehr auch, was das Jungsche Denken, das eben nicht denkt, wir sind nur die Ruine von gestern, sondern das immer mindestens dazu oder sogar vorwiegend dazu denkt und wir sind die Baustelle für morgen gleichzeitig. Fertig ist sowieso nie was. Ja, und da spielen natürlich rein Ausstattung und Aufträge durch die Familie. Und auch da ist zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Spruch von Hilarion Petzold in den 70er Jahren, als man in den Kategorien gar nicht gedacht hat, der Mensch war unerträglich, weil der alles besser wusste. Und vor allen Dingen zu allem ein Faktum wusste und ein Literaturzitat. Aber ich konnte mich damit, und ich bin an der Ecke ganz schlecht, aber ich konnte mich damit versöhnen, als er eines Tages mal zu mir sagte, was willst du von einem Abkömmling einer russischen Enzyklopädendynastie erwarten? Und da wurde mir klar, dass der ist in einer Mehrgenerationen-Tradition, das ist in Ordnung. Dann habe ich mich, und von mir darf ich das gar nicht erwarten, denn ich habe weder eine russische noch eine enzyklopädische noch sonst wie Dynastie, sondern ich habe so eine ganz andere Sozialisation. Und von mir kann man im besten Fall was anderes erwarten, denn der Apfel fällt nicht so weit vom Baum. Also da hat sich auch meine Sichtweise sehr geändert. Wenn ich in Lebensentwürfe denke, gehe ich immer 3 Generationen zurück, um zu verstehen, was da zusammenfließt. Wir sind da lange Zeit, haben wir völlig überschätzt, was ein Individuum in einem Leben an Sinn für sich stiften kann. Ich glaube, das ist immer ein komplexes Zusammenspiel und sollte über 3 Generationen betrachtet werden. Ich glaube, Mara Selvini Palazzoli war es, die mal sagte, it takes 3 generations to produce a schizophrenic. Und das ist wieder die pathologische Sichtweise. Ich würde heute sagen, it takes 3 generations to produce a character. Und ich finde es auch irgendwie toll. Erstens, man verlangt dann nicht mehr Sachen von sich, die die Wurzeln nicht hergeben. Das ist manchmal bitter, weil auch Milieuwurzeln, komme ich gleich dazu, geben einem einen Milieustallgeruch, mit dem man nicht überall in jedem Stall aufgenommen werden kann und sich auch nicht in jedem Stall wohlfühlt. Ich habe ja einen Aufsatz geschrieben, wenn euch das Milieuthema mehr interessiert. Es war ja viele, viele Jahre kein Thema in der Beraterszene, die Milieubündung, die gläsernen Wände des Milieus. Ich glaube, es heißt Milieu, ein tabuisierter Faktor in der Beratung oder so ähnlich. Also wenn ihr Milieu eingibt in die Suchfunktion, findet ihr das. Da habe ich mich auch wirklich mit dem, weil auch aus persönlicher Betroffenheit, weil mir natürlich leid tut, dass ich manche Bühnen nicht betreten kann oder mag, weil ich dafür die Milieuausstattung nicht habe. Aber ich ziehe daraus die Konsequenzen, dass ich mich mit Menschen verbinde und wir uns austauschen in unseren Talenten, die haben diese Milieuausstattung. Der Franz Inders hat mich zum Beispiel gefragt, warum schaffst du nicht mit den Top-Managern? Ich sage, weil ich mich mit ihnen nicht wohlfühle. Ich mache es schon mal, ich kann es auch, aber es ist nicht meine Welt mit Chauffeuren und Hotels und Reisen und so, das ist nicht meine. Aber du, Franz, du kommst aus einem Milieu, da ist es für dich selbstverständlich, es passt seelisch zu deinem Lebensentwurf, mach du das. Und wir beide haben eine Milieuüberschneidung und wir können auch ganz viel gemeinsam entwickeln, aber machst du dann auf Bühnen, die für mich nicht passen. Und auf die Weise kann man auch nochmal in anderen Dimensionen über Kooperationen und Netzwerke nachdenken. Weil das kann einen schon nerven. Ich habe einen Freund von mir, der ist Organisationsberater, der ist wirklich kompetent und bestens ausgebildet. Der hat einen Kompagnon, der immer so mit einer Hand in der Hosentasche unterwegs war. Er sagt, wenn wir beide zusammen in ein Vorstandsbüro gehen, dann versuche ich noch darzulegen, dass ich wirklich nützlich für den sein kann, da sitzt der bei dem schon auf dem Schoß. Und die knuddeln sich gegenseitig. Da kann ich Fortbildung machen, so viel ich will. Das lerne ich nicht. Und das ist klar, das ist eine Milieuprägung, weil der andere
Der hatte einen Vater, der ist auch wieder eine sehr traurige Geschichte, auch der dann wusste, dass er bald an Krebs versterben wird, und der hat den pubertären Jungen dann aus der Schule genommen und ist mit dem ein Jahr durch die Welt gereist und hat ihn in alle Kreise und in alle Salons eingeführt und ihm gezeigt, wie man sich da bewegt. Und er hat es in sein Sein aufgezogen. Und wenn er zur Tür reinkommt, der riecht schon so. Das kann man durch Kompetenzerwerb niemals erlangen. Also das ist dann jetzt nochmal so eine Dimension. Gut, also zu den Lebensentwürfen, das ist ja ein Beispiel, das ist auch viel deutlich geworden. Und je älter man wird, man muss ja auch irgendwie seinen Frieden finden mit dem, was man nicht werden kann. Ja. Und umso mehr Freude an dem empfinden, was man werden kann. Also das Lebensgefühl und die Lebensstile des Milieus, in dem man aufgewachsen ist, spielen da eine Rolle. Was nicht immer heißt, man ist nur eine Kopie dessen. Manchmal ist man auch eine Gegenteilsbildung. Also zum Beispiel, ich wurde ja vorher noch mal sehr gelobt über meine Fähigkeit, Dinge in Sprache auszudrücken, die andere auch kennen, aber die Sprache dafür nicht finden. Woher ich das habe, weiß ich nicht. Aus meinem Milieu ist das nicht. Also ich hatte in Deutsch immer, bin an der 5 vorbeigeschrammt, und in diesem klassischen Sinn bin ich ein ungebildeter Mensch, muss man sagen. Und trotzdem schnappe ich unheimlich viel auf, und das bleibt mir dann auch. Also ich finde dann immer, irgendwie kann ich auch mal einen Aristoteles zitieren, so ist es nicht, aber glaub nicht, dass ich davon je was gelesen hätte. Also es sind dann die prägenden Lebenserfahrungen, die eben so einen Lebensentwurf auch mitbedingen. Und oft, wenn wir versuchen wollen zu erfahren, was da eigentlich für ein komplexes Geflecht ist, das zu unserem Lebensentwurf führt, dann können wir nicht nur begrenzt analytisch hingehen, sondern wir können nach Schlüsselerlebnissen fragen oder eben nach Bildern, in die das gefasst ist. Und damit komme ich dann zu Lebensentwürfen und Skriptgeschichten, habe ich schon was gesagt. Also die Vanita English hat damals so diese Entwicklung des Lebensentwurfs, das kann ins Problematische wie auch ins Kreative hineingehen, dadurch schon versucht, schon in den 70er Jahren war das, glaube ich, indem sie eine kleine Übung gemacht hat, die wir heute auch in diesem Seminarreihe Seelische Bilder machen. Ihr schreibt drei Märchen auf, drei Geschichten aus der Grundschulzeit, aus der Adoleszenz, nee, oder aus der Pubertät, der Adoleszenz, weiß ich nicht mehr genau. Also ich habe verschiedene Varianten schon gemacht, und aus der jüngsten Zeit und eher im gleichen Format, ne? Und dann ist vielleicht aus der Grundschulzeit Hänschen klein geht allein, und später ist Siddhartha, nee, der Steppenwolf, sagen wir mal, und die dritte Geschichte. Fällt mir jetzt nichts ein, auf jeden Fall, das ist dann eher eine Mythologie, dass einer endlich die Gemeinschaft findet, für die er unterwegs sein kann. Und dann kann man an der Entwicklung der Dramaturgie dieser Geschichten, die spiegeln etwas von der Weiterentwicklung seines Lebensentwurfs. Am Anfang war das eher was Unbedarftes, Abhängiges, später in die Gegenabhängigkeit gegangen, sagen wir jetzt mal der Steppenwolf, aber als Lonesome Rider. Und die Geschichte aus der Gegenwart, da ist diese Figur noch da, aber sie findet einen anderen Kontext, andere Beziehungen. Da können wir jetzt mit der Theatermetapher wieder arbeiten, um das zu beschreiben. Und dann können wir im Dialog mit solchen Geschichten und ihren Entwicklungen versuchen zu verstehen, wie wir unterwegs sind. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Und eben der Ansatz, nicht davon auszugehen, dass so eine Programmierung pathologisch ist und man entprogrammieren muss, sondern dass wir froh sein können für jede Programmierung, aber dass wir auf die konstruktive, kreative Seite der Programmierung kommen sollten und nicht in eine der tragischen oder arg beengenden Seiten der Programmierung enden sollten. Das habe ich schon gesagt, die Drei-Generationen-Perspektive. Und damit sind wir dann bei den sinnstiftenden Hintergrundbildern. Ich gehe davon aus, dass die Seele aus dem, was ihr an Erfahrungen und an Bildern begegnet, solche in einem in Erinnerung bleiben, hängen bleiben, in denen man sich irgendwie wiedererkennt, etwas Relevantes von einem selbst.
Das heißt umgekehrt, wenn ich möchte, wenn ich auf eine einfache Weise versuche, meinen Lebensentwurf, mit dem ich unterwegs bin, und Gütekriterien, was wirklich seelisch für mich interessant ist, wie ich gebaut bin, was Gütekriterien für mich stimmige Situationen sind, kann ich mir diese Serie von Bildern angucken, die meine Seele im Laufe des Lebens adoptiert hat. Und das ist der Grundgedanke bei der Arbeit mit den sinnstiftenden Hintergrundbildern. Und da habe ich dann gesagt, okay, wenn heute jemand zum Beispiel in seiner Berufsentwicklung merkt, es stimmt was nicht mehr, aber er weiß nicht auf welcher Ebene, dann kann ich natürlich mit analytisch-technischen Methoden drangehen und wenn das was hilft, gerne. Aber oft hat man das Gefühl, wir arbeiten da brav, aber das ist eigentlich nicht das Thema, das den Menschen wirklich beschäftigt. Eigentlich müssten wir Dialog mit seiner Mythologie halten und ihm helfen, nochmal zu klären, ob er da in der richtigen Erzählung ist oder wie die Erziehung abgewandelt werden muss oder welche Bühnen er aussuchen muss oder welche Stücke oder welche Beziehungen, in denen diese Erzählung auch gut weitergeführt werden kann. Und dann habe ich diese Interviewmethode mit den seelischen Bildern erzählt. Wenn ich die vorstelle, das vielleicht auch ganz kurz, weil es so nett anekdotisch ist, erzähle ich ja immer, wie das entstanden ist vor 35 Jahren in der Studentenberatung. Da hatte ich Studenten, die kamen mit ihrem Studium irgendwie nicht weiter. Ich hatte dann so technische Beratung, wie man Diplomarbeit schreibt und sowas alles gelernt. Aber ich hatte das Gefühl, da ist irgendein Faden gerissen bei denen. Wir müssten eigentlich die Sache nochmal von Grund auf neu anlegen. Und dann habe ich die zusammengeholt und dann habe ich denen die Frage gestellt, was wolltet ihr werden als Kind? Weil das war die einzige Frage, die mir eingefallen war, um so diese seelisch bedeutsame Komponente da die Fäden aufzunehmen. Und die Jungs sagten dann überwiegend Lokomotivführer. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist offenbar nicht besonders erhellend. Aber ich kam dann Gott sei Dank auf die Idee, die Nachfolgefrage zu stellen und zu sagen, angenommen, du wärst dieser Lokomotivführer, was ist eigentlich eine Szene oder was ist das Lebensgefühl, das für dich Lokomotivführer ist? Und das sagt der eine, ich und meine Maschine. Keiner kennt sie so wie ich. Während der andere sagt, mein Heizer und ich, zwei Jungs auf großer Fahrt. Der dritte sagt, Orient Express. Ich begrüße die illustren Gäste auf dem Bahnsteig. Der vierte sagt, so viele Menschen vertrauen sich mir an, ich bringe euch sicher hin. Der vom Orient Express war ein Romanistikstudent im 16. Semester. Studiert hat er offenbar nicht viel, aber er hat begeistert seinen Nebenjob gemacht. Ratet mal, was der war. Chefportier im Grand Hotel. Und das zeigt so, der hat eine Tätigkeit gefunden, die zu einer wesentlichen Lebensart, die sich in diesem Bild von dem, wie er sich den Lokomotivführer vorstellt, enthalten ist, gefunden. Eben nicht auf dem gesellschaftlichen Niveau, auf dem seine Berufsentwicklung hätte stattfinden sollen. Wenn ich aber mit dem einen Weg finde, wie er über ein Studium diese Qualität, die er dort findet, in eine neue Berufsrolle, ein neues Berufsverständnis und in neue Berufsszenarien sich erhalten kann, dann gewinne ich seine Seele für ein anderes Interesse, ein Studium auch wirklich durchzuziehen. Wenn er sich vorstellt, dass er über sein Romanistikstudium nachher Lehrer in einer langweiligen Schule ist und er noch nicht mal eine Uniform kriegt, da ist da nicht so arg viel drin. Und ihr spürt dann ja sofort, man spürt ja allein in diesem ja sehr verdichteten Beispielen, spürt man ja sofort, dass da eine völlig andere Lebensart dahinter steckt. Also es ist klar, der sagt, ich und meine Maschine, keiner kennt sie so wie ich. Wenn der nachher einen Automaten fährt, wo er eigentlich nicht mehr versteht, was die Maschine tut, aber er soll sie weiterhin bedienen, dass da ein Faden seines Lebenssinns reißt, ist eigentlich klar. Da muss man dann überlegen, ja, kann er das transformieren, das Bild, das dann zu den Möglichkeiten seiner Berufsszenarien passt? Kann er neue Bilder, die vielleicht jetzt so nicht in den Vordergrund kommen, adoptieren und hinzunehmen, sodass er sein, dieses alte Bild mehr in den Hintergrund kommt? Oder
kann er in seinem Berufsleben halt damit leben, dass er jetzt einen Automaten bedient und kann auf seinen Privatbühnen dann zum Beispiel Eisenbahner werden. Also indem er Dampflokvereine gibt es ja oder Märklin und sonst wie. Aber es muss auf jeden Fall das versorgt werden. Und wenn er gar nicht weiß, was ihm fehlen wird, weil er denkt, klar, Maschinen entwickeln sich weiter, warum ich kann auch einen Automaten bedienen, dann weiß er nachher gar nicht, warum er unglücklich ist. Und durch diese einfachen Interviews, die nach diesen Bildern fragen, kriegen wir Gütekriterien, die uns was darüber erzählen, was ein Mensch braucht, damit es für ihn stimmt, weil er dann besser danach suchen kann, ob er innerhalb seines Berufs umschichten kann, damit es genügend versorgt ist, oder auch zwischen beruflichen und anderen Bühnen. Oder ob er diese Bilder auch weiterentwickeln kann. Also ich habe da vielleicht noch mal ein anderes Beispiel. Nee, ich mache mal vielleicht ein Beispiel daraus, dass wenn man solche Arbeit macht, man merkt, dass manche Menschen Wurzeln und Seelenkräfte, die in ihnen eigentlich, die ihnen zur Verfügung stehen würden, die sie aber aus irgendeinem Grunde blockieren und auf die sie nicht zurückgreifen wollen, sie verarmen lässt. Und da hilft diese Arbeit mit diesen Bildern, sich auch an diese Seelenkräfte wieder anzuschließen. Da war jemand, der war Unternehmer und der hatte, das war so zunächst mal ein relativ traditionelles, ehrwürdiges Unternehmen, wo man mit öffentlichen Aufträgen gut versorgt, Dinge gut abgearbeitet hat. Und da war er sehr erfolgreich. Jetzt wurde mittlerweile das Verkehrswesen privatisiert und dieses Gemächliche, ich kriege die Aufträge zugeschoben, ich muss da nicht durchgreifen, die Kosten kann ich mit einem gewissen Aufschlag einfach wieder als Rechnung wegschicken. Das funktionierte jetzt nicht mehr. Der musste jetzt auftreten, er musste Marketing machen, er musste nach innen auf Effizienz achten und ähnliches. Und da hat er die ganzen Management-Seminare, wo man das Land besucht, aber es wurde nicht seins. Mit dem habe ich so ein Bilderinterview gemacht. Und es stellte sich raus, dass die ganzen Bilder von Menschen im Beruf, die er hatte über Generationen, Beamte, Bürgermeister, Leute waren, die nicht merkantil unterwegs waren, aber gut verwalterisch gestaltend, technisch war alles in Ordnung. Und dann wurde klar, mit dieser Ausstattung allein ist er seelisch, kriegt er den Wind nicht, den er braucht. Und ich habe da eine bestimmte Interviewtechnik entwickelt, die könnt ihr euch einfach runterladen. Also ich frage dann immer, wer zum Beispiel aus deiner Familie fällt dir ein und ist da noch jemand? Und dann frage ich, okay, da ist der Hans Meier, das ist der Bruder der Mutter jetzt in dem Fall. Was war der? Ja, der war fliegender Händler. Okay, Hans, der fliegende Händler. Ja, aber das war nichts mit dem. Wir lassen uns nach einem anderen Bild gucken. Noch so, wir brauchen nicht nochmal einen anständigen Typen. Davon haben wir jetzt schon genug. Jetzt, ich merkte, der darf so nicht mit dabei sein. Und da bin ich eben gerade dran geblieben. Und die Arbeitsfigur in dieser Form des Interviews geht dann. Hans, das Leben der fliegende Händler, sein Leben wäre verfilmt und der biografische Film läuft dort in diesem Programmkino und es hängt ein Szenenfoto im Schaukasten. Was ist da drauf? Und da sagt er, ja, der Hans steht auf einer Obstkiste und er hat was in der Hand und er sagt, betört die Leute zum Ersten, zum Zweiten, der haut die total übers Ohr und macht eine Show. Es ist völlig unerträglich. Und in mir wurde es eigentlich eher lebendig, als ich Hans, den fliegenden Händler, sah und sagte, ist das jetzt nicht ein bisschen polemisch dem gegenüber? Woher kommt es, dass der fliegende Händler, so wie Hans da ist, dass du den so negativ bewertest? Und dann sagt er, ja, das war so praktisch das schwarze Schaf in unserer ehrwürdigen Familie.
Also, dann geht es immer so weiter. Ein Mann und eine Frau gehen an dem Programmkino vorbei, gucken auf dieses Szenenbild in dem Schaukasten und lassen das so auf sich wirken. Und im Weitergehen hört man sagen, oder sagen, das ist ein Beispiel für, ja, dafür, dass jemand in seinem Beruf unheimlich viel Spaß hat und Freiheit genießt, Dinge zu tun, ein bisschen neben der bürgerlichen Normalität. Also, angenommen, du würdest in deinem Selbstverständnis als Unternehmer die Kompetenzen vom Hans, dem fliegenden Händler, mit aufnehmen, hättest du das Gefühl, das könnte dich bereichern. Also ist jetzt der Fall, wo ein seelisches Bild da ist, aber nicht genutzt wird aufgrund wiederum Loyalitätsdynamiken in der Familie. Und dann sagt er, ja, jetzt wo du sagst, der Hans war ja eigentlich auch mein Patenonkel. Aber der hat sich eben nicht so arg um mich gekümmert und alle haben gesagt, er ist ein schlechter Patenonkel. Aber wenn der mal gekommen ist, es war eigentlich immer ziemlich lustig. Ja, und jetzt fängt so ein seelisches, seinen Faden wieder aufnehmen mit einer Seelenkraft, die er bisher als Hintergrundkraft und als Dynamik, aus der heraus er seine professionelle Identität und seine unternehmerische Identität gespeist hat, nicht mit aufgenommen hat. Und dann fing er an, den Hans, den fliegenden Händler, mit aufzunehmen. Und das hat dann im Laufe der Zeit unmittelbare Auswirkungen auf sein Unternehmerverständnis und auf die neue Dynamik, mit der er sein Unternehmen begonnen hat umzustellen. Und jetzt plötzlich haben diese instrumentellen Lernerfolge dazu geführt, dass sie auch zu seiner Persönlichkeit wurden. Die wurden also mit Seelenwind hinterlegt durch seine instrumentellen Versuche, die Dinge neu zu regeln, wehte jetzt auch ein anderer Wind und das haben die anderen Leute gespürt und haben sich von diesem Wind bewegen lassen und es entstand Dialogmodell der Kommunikation untergründig eine andere mythologische Verknüpfung mit anderen Seiten der anderen Menschen, denn die haben vielleicht auch solche Seiten im Hintergrund, die aber einfach nie adressiert werden, wenn da die immer aus einer Beamtenmentalität heraus angesprochen werden. Also ist jetzt noch so ein Beispiel, dass das eben auch zeigen soll, wie man mit diesen seelischen Hintergrundbildern arbeiten kann. Das sind jetzt Beispiele dafür, ich und meine Profession oder ich und meine Organisation. Wenn es die meine ist, das ist der eine Bereich, den habe ich erst entwickelt. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, wir haben ja diese Kompetenzformel, professionelle Kompetenz ist Rollenkompetenz, mal Kontextkompetenz, mal Sinn. Und wenn Sinn bezogen ist, eben auf Interaktion mit einem Feld, nennen wir es mal Passung. Und dann haben wir diese Methode auch dafür verwendet, um in Spiegelungen und Überlegungen zu Passung zu kommen. Und zum Beispiel diese Übung, geleitete Fantasie oder man kann es als Untergruppenübung machen. Ich habe also verschiedene Arten von Übungen entwickelt, je nachdem, was für ein Setting und was für ein Auditorium man hat. Man kann diese Sachen aber überall relativ leicht verwenden und es rührt sofort die Seelen der Menschen. Man kriegt auch ein ganz anderes Kommunikationsklima, wenn man auf der Ebene arbeitet. Und es geht so, ich entwickle ein Bild, das für meine berufliche Entwicklung bisher steht, für meine gegenwärtige berufliche Seinsweise und für das, wohin sich's bei mir entwickelt. Drei Bilder. Und dann überlege ich mir eine Organisation, sei es eine, in der ich arbeite oder einen Hauptkunden oder wie immer, was sind meine Bilder, wo war die früher, wo wir vielleicht zum Beispiel noch prima harmoniert haben, wie ist es zurzeit und wo entwickelt die sich hin. Und dann habe ich sechs Bilder. Und dann gucke ich mir das mal an, metaphorisch, um ein seelisches Verständnis der Passungsentwicklung zu kriegen. Und wir verbinden das dann in der Regel mit einer Spiegelungsübung, indem man sich das dann wechselseitig vorstellt und in dem anderen steigen dann Bilder auf. Sei es, dass er das Gefühl hat, das, was in ihm sich auslöst durch die erzählten Bilder und dass die Schlüsse, die der andere daraus ziehen, passt nicht so zusammen. In mir entstehen ganz andere Schlüsse. Und die sagt man sich dann wieder und dann entsteht dieser komplexe, sinnorientierte Dialogprozess eben anhand solcher Bilder und es verdichtet dann oft unheimlich klar,
auf einer seelischen Ebene die Entwicklung von Passung. Und das könnte natürlich ein tolles Instrument sein, wenn man Passungsdialoge in Organisationen führt und dass man nicht nur unbewusst sich aneinander ankoppelt an die seelischen Bilder, sondern dass man auch mehr darüber weiß, indem man lernt, sich einander solche Bilder zu erzählen und dann versteht, wie damals beim Hilarion Petzold, mit dem ich mich eigentlich gerieben hätte, aber als ich verstand, das ist der Abkömmling einer Dynastie russischer Enzyklopäden, war mir klar, wo die Spannungen liegen und dass es völlig in Ordnung ist und dass ich überhaupt nicht den Anspruch an mich haben muss. Und dann konnten wir ganz anders zusammenarbeiten und ich fand das sogar toll, dann durch ihn bereichert zu sein. Also das kann man dann im Recruiting verwenden, das würde völlig andere Arten von Assessment Centers geben, das wird völlig andere Arten von Klärung, wer im Team wie unterwegs ist, geben, weil wir jetzt auf die Ebene der seelischen Kontrakte kommen. Und ich glaube, hinter einem guten wirtschaftlichen und professionellen Kontrakt steht zumindest ein nicht störender seelischer Kontrakt, wenn man den ganzen Menschen braucht. Deswegen achten wir immer auch auf die Frage, was ist der seelische Kontakt? Gibt auch im normalen Training auch nochmal eine andere Dimension von Vertragsarbeit. Denn es nützt gar nichts, wenn man der Oberfläche einen ordentlichen Vertrag macht. Weil in einer komplexen Welt ist das mit so viel Ungeklärtheiten trotzdem immer noch verbunden, die aber kein Problem sind, wenn die Seelen miteinander einen Vertrag machen, dass sie sich vertragen wollen. Ja, das habe ich euch ja schon gezeigt. Vielleicht ein Punkt noch. Und ich empfehle das ja dann immer, führt ein Tagebuch, wenn ihr mal in Kontakt kommt mit mythologischen Geschichten, von denen ihr euch angesprochen seht, mit denen ihr euch spiegeln könnt. Bei mir ist es zum Beispiel der Moses. Jetzt bin ich jetzt ja gar nicht besonders christlich geprägt und trotzdem die Moses-Figur, so wenig ich von ihr weiß, ich habe noch nie in der Bibel das im Detail nachgelesen, muss ich dazu sagen, aber ich habe schon darauf Bezug genommen, Moses und Aaron, ne? Ich entdecke immer wieder Seiten an diesem Moses, die Themen repräsentieren, die mich wirklich interessieren und ich frage mich, woher hat meine Seele gewusst, dass es sich lohnt, mit dem Moses sich zu beschäftigen, weil irgendwie blieben das immer diese Themen mit dem Moses bei mir hängen. In unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Thematiken von Moses. Als ich noch jünger war und ich in der Theatergesellschaft habe, immer gesagt habe, Leute, wir können hier nicht bleiben, wir müssen das weiterentwickeln, die TA weiterentwickeln, den Verband weiterentwickeln, wir müssen ins Coachingfeld, es kommt alles. Und die immer so gesagt haben, ja, aber was hat er denn eigentlich, der Schmidt? Es klappt doch, die TA läuft doch gut und es ist so spannend und tiefenpsychologisch interessant. Das ist irgendwie ein Unruhestifter. Und dann habe ich plötzlich gesehen, ja, ich habe ja früher mal gedacht, das Volk Israel bei den Ägyptern, die waren ganz arg geknechtet und die waren ja so froh, dass endlich der Moses kommt und sagt, wir müssen zwar durch die Wüste, aber dahinter ist das Land, wo Milch und Honig fließt. Plötzlich wurde mir, habe ich verstanden und dann ist es mir auch erst begegnet, als jemand sagte, ja, das ist ja, die waren ja Knechtschaft, das klang immer so brutal. Die hatten sich natürlich da gut auch eingerichtet. Im Nildelta war ein sehr fruchtbares Delta, sie mussten Fronarbeit leisten, sie waren nicht selbstbestimmt, aber sie hatten ihr Auskommen. Und da kommt einer daher und sagt, lass uns mal in die Wüste gehen, dahinter ist ein Land, wohin Milch und Honig fließt. Ich war auch noch nicht dort, aber der Herr wird mit uns sein. Dann habe ich dann schon besser verstanden, dass die sagen, na gut, hier müssen wir machen wir was, was jetzt nicht so prickelnd ist, aber wir haben jeden Tag unser Essen, wir haben unsere Wohnung, es ist nicht gefährlich. Wer weiß, was da draußen in der Wüste sein wird, ob wir diesen Übergang überhaupt schaffen. Und dann veränderte sich mein Verständnis in der Auseinandersetzung zwischen mir und den meisten im TA-Verband. Und so. Und ich habe es dann gedacht, okay, wenn ich vielleicht aus dem Felsen Wasser schlag oder so, es ist die Frage, wie kann man die überzeugen, denen ich ja nicht schon das neue Land zeigen kann, dass ich der Richtige bin, dem sie folgen soll, wie kann man zeigen, dass der Herr mit ihnen ist. Und
Also das ist jetzt natürlich alles in Bildern beschrieben, aber das beschreibt ganz gut, wie ich dann versucht habe, immer irgendetwas Interessantes zu machen, was Leute fasziniert, wo sie bereit waren, auch wenn sie die Notwendigkeit so nicht zurecht gesehen haben, an mir auch ein Stück in der Entwicklung zu folgen. Also es waren die frühen Themen, wo ich mich in einer mythologischen Figur der Geschichte immer in meiner Interpretation auch selbst gespiegelt habe. Und auf die Weise kriegt man eine Sprache mit Entwicklungsthemen, mit denen man zugange ist, auch auszudrücken. Später haben mich dann, und das erzähle ich auch, um zu zeigen, dass es manche Figuren gibt, die einen ein Leben lang begleiten können. Später, als dann das Institut schon zugange war und alles eigentlich gut gelaufen war, also das gelobte Land war in Sicht, hat mich immer die Frage beschäftigt, warum durfte der Moses da nicht mit rein? Und da war ich nicht einverstanden mit der Geschichte. Also der stirbt ja dann, der kann zwar noch hinüberblicken, aber darf nicht mit hinüber. Ich habe gesagt, an der Stelle meine Story, gelobtes Land ja, aber ich will mit. Also da muss man dann auch nicht sklavisch denken, jetzt muss ich mich auf den Berg setzen und vor mich hindorren, sondern da habe ich dann sozusagen die Spur gewechselt und auch meine Mythologie von der Vorlage abweichend weitergeschrieben. Und es funktioniert auch ganz gut. Ich habe das Gefühl, ich darf mit, aber ich muss nicht den Karren ziehen, sondern die anderen sind durchaus bereit, den Karren zu ziehen und ich darf meine ganze Altersweisheit mit mir rumtragen und auf dem Wagen sitzen. Und das versuche ich jetzt in ein Leiterkonzept des Instituts umzusetzen, was ganz gut klappt. Also so rate ich, und manchmal ist man in so einer intuitiv besinnlichen Haltung und dann kommen dann plötzlich so Dinge zusammen und dann erkennt man ganz viele Sinnzusammenhänge. Und die meisten Menschen halten das da nicht fest und dann kommen sie wieder in einen anderen State of Mind, da ist das dann alles wieder weg. Und ich empfehle dann immer sehr, schreibt Tagebuch. Wenn ihr mal da drin seid, schreibt das auf. Also es ist so ein Seelenlebensentwurf, Entwicklungstagebuch, in das auch Träume rein können und ähnliches. Also das ist jetzt der Grundgedanke und ich habe jetzt ausführlich eben das beschrieben, wozu ich ein eigenes Konzept entwickelt habe, das der sinnstiftenden Hintergrundbilder. Und wir arbeiten ja in den Curricula und wir haben ja ein extra Kurzcurriculum zu dem Thema Arbeit mit seelischen Bildern, dann eben auch mit anderen Formen, die ihr jetzt schon kennt, die will ich jetzt nur noch mal kurz erwähnen. Da ist das Storytelling. Also es sind alles jetzt Methoden, über die ein Verständnis der intuitiven Hintergründe Eingang finden kann und in denen wir selbst auch narrative Wesen werden, also erzählerische Wesen werden und dadurch mit anderen auch Arbeitsbündnisse und Dialoge anregen, in denen eben dieser Dialog zwischen unbewusst intuitiv und bewusst methodisch sehr lebendig in Gang kommt und wir wirklich neben dem Wirtschaften an der Oberfläche die ganze Seelenentwicklung der Menschen dahinter mit in den Dialog reinholen können. Und das ist ja jetzt oft genug gesagt, einfach auch mein Konzept einer ganzheitlichen, menschenorientierten Bildung und Organisationsentwicklung. Und dazu gehört eben auch Geschichten erzählen. Das heißt, das, was der andere mir erzählt, transformiere ich in eine Geschichte. Dann überlege ich mir für die Geschichte eine sinnvolle